Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich grüße euch ganz herzlich zu dieser Sendung, die ich wirklich nur sehr ungern mache. Aber ich sehe mich gezwungen. In Solingen, wie ihr schon bemerkt habt, ist etwas ganz Furchtbares passiert. Und zwar auf einem Stadtfest, 650 Jahre Solingen. Ein Stadtfest mit der wunderbaren Bezeichnung Festival der Vielfalt. Da gab es einen terroristischen Anschlag. Und zwar ist da auf feiernde Besucher eingestochen worden. Bisher spricht die Mainstream-Presse von einem Täter. Ein Mann wird auch in den meisten Berichten, die ich bis jetzt gelesen habe, nicht weiter beschrieben. Der Täter ist nach wie vor auf der Flucht. Es sind vier Menschen dabei getötet worden, acht oder neun sehr schwer verletzt. Man ringt noch um das Leben dieser Menschen. Mein herzliches Beileid an die Angehörigen der Getöteten und den Menschen, die da so schwer verletzt sind, um die jetzt noch gekämpft wird in den Krankenhäusern. Denen wünsche ich schnelle und komplette, vollständige Genesung. Der Täter soll unmittelbar vor der Bühne, auf der eine Liveband gespielt hat, die Menschen attackiert haben. Im Moment ist es noch unklar, um welche Menschen es sich da handelt, die da getötet worden sind, ob da auch eventuell Kinder dabei waren oder auch bei den Schwerverletzten. Das ist auch noch nicht klar. Der Täter soll gezielt auf die Halsgegend eingestochen haben. Jetzt habe ich heute Morgen schon etwas gefunden, was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Und zwar geht es um einen Bericht von dem jungen Mann, der seinen YouTube-Kanal Weichreite, also nicht Reichweite, sondern Weichreite nennt. Der war heute Nacht vor Ort und hat zwei junge Männer interviewt. Und dieses Interview, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Stunden einen Terroranschlag abgespielt und einer der Menschen, die das hier vor kurzem noch miterlebt haben, steht gerade vor mir. Du bist der Sergio. Sergio. Kannst du kurz schildern, was sich hier abgespielt hat? Also ich kann sowas vor Kamera gar nicht. Ja, du hast es ja live miterlebt. Ja, genau. Also ich habe nicht den Terroranschlag selbst miterlebt, sondern die beiden Täter sind an mir vorbeigelaufen Ja. und hatten darüber geredet, dass die Menschen abstechen wollen und die Kehle aufschlitzen wollen. Daraufhin bin ich dann weitergelaufen bei Mühlenplatz zu der Bühne. Kannst du die Täter vielleicht in irgendeiner Form beschreiben? Wonach muss man da auf? Ich denke mal so türkische, marokkanische Herkunft so mäßig so. Und der eine hatte einen Vollbart mit Lücken drin und der andere hatte nur einen Oberlippenbart. Ja. Die waren beide schwarz angezogen. Der eine war etwas größer, der andere etwas kleiner. Du hast ja schon 10-mal jetzt gerade eine Aussage hier beim Polizeirevier in Solingen machen müssen. Kannst du kurz erklären, für was sich die Polizisten interessiert hatten? Also, die Polizisten haben mir immer nur dieselben Fragen gestellt. Es war so, dass wir als erstes, wo war ich in so einem Zeugenzelt. Dort musste ich dann erstmal über eine Stunde warten. Dann musste ich drei Aussagen tätigen bei verschiedenen Polizisten. Dann wurden wir alle rüber verlegt in so eine Werkstatt. Und dort wurden wir in verschiedenen Räumen aufgeteilt, mussten dort warten, auch circa ein, zwei Stunden. Dann wurden wir in den Keller gebracht und dort mussten wir dann wieder eine Aussage tätigen. Und daraufhin, irgendwann bin ich rauchen gegangen und dann wurde mein Name aufgerufen, dass ich zur Wache mitkommen soll. Und dann war ich hier bei der Wache und dann musste ich dort wieder circa 20 Minuten warten
Und dann hatte ich meine nächste Aussage, die 10. Hast du das Gefühl, die Polizisten haben sich für irgendwas Spezielles interessiert? Oder das was hast du denn? Aussehen der Täter und die Stimmlage. Okay. Und hast du sogar selber auch die Toten sehen müssen? Was war da? Was hast du, wie kann man sich das vorstellen? Also das Zeugenzelt war hier und genau hier war der Tatort und da waren auch die Leichen noch, die lagen da noch und mit einer Plane überdeckt, aber die haben die Leichen nicht richtig überdeckt. Bedeutet, bei der einen Plane hing noch ein Fuß raus, bei der anderen Plane hing eine Hand raus und bei die eine Plane ist so hoch und runter geweht durch den Wind und dann hat man halt die tote Frau darunter gesehen, deren Kehle aufgeschlitzt war. Ja, das ist furchtbar, kann man sich gar nicht ausmalen. Es gab ja hier, es war ja auch ein Vielfaltsfestival, ja. Festival der Vielfalt. Könnt ihr euch vorstellen, warum der Täter das getan hat? Ich denke mal, irgendwelche Streitereien, so ist ja für Solingen üblich. Oder halt ich denke mal so Anschlag, weil so viele Menschen auf einem Platz waren. Vielleicht war das ja auch schon von Anfang an geplant, so von den Tätern, dass die heute zuschlagen werden. Oder halt, wie gesagt, irgendein Streit. Okay. Wie ist das allgemein hier in Solingen? Die Lebenssituation? Halt generell viel Gewalt, ganz viele Messerstechereien mäßig, kann man sagen. Mhm. Oder halt auch von... Da sind ja auch direkt schon wieder zwei. Ja, das Polizeiaufgebot ist hoch. Der Täter, so wie es sich bis jetzt die Nachrichtenlage ergibt, wurde auch noch nicht gegriffen. Nee, ja, also immer noch frei. Ja, man durchsucht die Stadt natürlich immer noch, ob man den noch irgendwo finden kann. Hubschrauber war vorhin noch in der Luft, ja. Hier Spezialeinheiten, wo man nur hinschaut. Ja. Berlin wurde auch abgesperrt erstmal und mit verschiedenen Kräften aus anderen Städten noch geholfen momentan. Okay. Und ja, Solingen ist halt momentan halt schwierig, so eine Sache, und Polizei von meiner Sicht macht auch nicht so viel. Also dauert halt alles, wird alles in die Länge gezogen von denen. Und Solingen ist auch noch berühmt für seine Messer, ja, die Zwillingsmesser kommen hierher. Das macht die Sache nochmal um ein Vielfaches eigentlich nur noch makaberer. Findet ihr vielleicht den Menschen, der sowas getan hat, noch etwas ausrichten? Was würdet ihr dem gern sagen? Für solche Menschen habe ich keine Worte mehr. Nee. Kein Herz so richtig, weil das auch Leute, die eventuell damit gar nichts zu tun haben, die halt damit dann leben müssen. Mhm. Ja, und auch genau wie mit den Angehörigen. Wo ich vorhin in dieser Werkstatt war, wo ich im Keller war, da kam ein Polizist runter und hat einer Frau die Nachricht überbracht, dass der Familienangehörige tot sei. Und daraufhin hat diese Frau den ganzen Keller zusammengeschrien, hat richtig herzzerreißend geweint und meinte so, der kann auch nicht tot sein, der ist noch viel zu jung gewesen. Und das war halt schon schlimm, sowas mit anzuhören. Mhm. Und ich habe im Zeugenzelt und auch generell in dieser Werkstatt und in diesem Keller sehr viele Zeugen gesehen, die Blut an den Händen hatten, die Blut an den Füßen hatten, die Blut überall hatten, die komplett am Heulen waren. So eine Frau, die stand 2 Meter neben dem Tathergang und musste das alles hautnah miterleben. Und da waren auch, also vorhin war auch die Seelsorge da. Es waren circa 20 Personen von der Seelsorge waren da und haben sich um die ganzen Leute gekümmert, die das miterleben mussten, um die ganzen Zeugen, und haben halt so ein bisschen denen geholfen, so mit Reden. Ich habe auch mit einer Seelsorge gesprochen und es ist halt schlimm, sowas mitzubekommen. Gut, der Platz, an dem das passiert ist, der ist so circa 700 Meter, wenn ich hier die Straße hochgehe. Ja, genau. Gut, ich würde sagen, da schaue ich mir das mal gleich nochmal an, was man da vielleicht noch wahrnehmen kann. Da kann man, glaube ich, gar nichts wahrnehmen, wenn man da nicht hinkommt. Okay. Das ist alles noch abgesperrt. Ja. So, man kann nur durch die Innenstadt laufen, da ist es jetzt wieder erlaubt. Die war eigentlich auch abgesperrt, aber so da... Auf diesen Platz selber kann man nicht, weil da ist die Spurensuche und die ganzen Leute sind alle noch da. Okay, mal schauen, wie nah ich noch rankomme. Ja, vielleicht kann man auch noch was erleben, wer weiß. Gut, ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Zeit und dass ihr nochmal ein bisschen ein paar Worte für mich hattet. Ja, und gute Besserung auf jeden Fall. Ja. Ne? Ich meine, sowas muss man auch erstmal verdauen. Vielleicht bringt das auch was.
dass mal mehr passiert in Solingen, mehr Sicherheit. Ja, es muss leider immer erst immer extrem schlimm kommen, bevor mal die Leute ein bisschen wachgerüttelt werden. Ja. Judy, dann ich wünsche euch was, ne? Und habt einen ruhigen Abend jetzt noch. Dankeschön. Ja, alles Gute. Tschüss. So, sorry, der erste Teil war etwas leise, weil ich das Mikrofon nicht vernünftig hier vor dem Kopf hatte. Ja, wie ihr gehört habt, dieser junge Mann erzählt also davon, dass er da so einiges mitbekommen hat. Unter anderem, dass sich zwei Personen mit einem doch sehr südländischer Optik, also er sprach da irgendwie von Marokkanern oder tralala, darüber unterhalten haben, dass der eine zum anderen sagte eben, dass er jetzt gleich losschlägt, tralala, hin und her, ihr habt es ja gehört. Nicht den Terroranschlag selbst miterlebt, sondern die beiden Täter sind an mir vorbeigelaufen und hatten darüber geredet, dass die die Menschen abstechen wollen und die Kehle aufschlitzen wollen. Daraufhin bin ich dann weitergelaufen. Heißt, kann man eventuell doch von zwei Tätern ausgehen? Man weiß es nicht. Im Moment wird nur ein Täter gesucht und in der Mainstream-Presse wird natürlich überhaupt nicht darüber geredet, welches Aussehen diese Person, der Attentäter, hat und ob es da sich da um ein afrikanisch oder arabisches Aussehen handelt. Und das ist natürlich wieder typisch. Es ist einfach ungeheuerlich, dass in einer solchen Situation nicht Klartext geredet wird. Es ist sowieso alles ungeheuerlich. Solingen ist hier gleich mehr oder weniger um die Ecke zwischen Düsseldorf und Wuppertal, glaube ich. Da auf der Höhe ist das so ungefähr dann in der Mitte. Das ist ein Katzensprung von hier. Solingen ist bekannt dafür, dass sie Messer produzieren, Zwilling oder wie dies heißt. Also es ist wirklich weltbekannt für ihre Messerproduktion, was natürlich... ja, ich will da mal keinen weiteren Kommentar ablassen. Festival oder Fest der Vielfalt, 650 Jahre oder 640 Jahre Solingen. Feier in Solingen, Stadtfest, Festival der Vielfalt. Diese Vielfalt, ja, die sieht genau so aus. Wie lange wollen wir noch mit dem Arsch auf dem Sofa sitzen und uns das Ganze angucken und die den Kopf schütteln? Wie lange noch? Wann steht der deutsche Michel endlich auf und schmeißt dieses ganze Asselpack raus? Und damit meine ich nicht die Leute, die ich hier als Nachbarn habe aus Afghanistan oder Syrien. Die integrieren sich. Das sind ganz liebe Leute. Mit denen komme ich wunderbar klar und ich möchte sie auch nicht missen. Aber dieses ganze Geschmeiße, ja, die den Islam völlig bösartig und böswillig auslegen, ja, um zu rechtfertigen, dass sie Menschen hinmessern, ja, diese ganzen, wenn ich dann lese, ja, dass da jetzt irgendwelche grünen Pässe oder gelben Pässe ausgegeben werden, zum Beispiel an Afghanen, ja, die hierher kommen, ja, die das Bürgergeld abziehen, ja, das nach Hause schicken und jetzt Pässe bekommen haben, damit sie Urlaub machen können in Afghanistan. Ich dachte, das sind Kriegsflüchtlinge und so weiter. Ja, die sind doch geflüchtet, weil sie um ihr Leben gebangt haben in Afghanistan. Und jetzt kriegen die Pässe, um nach Afghanistan Urlaub zu machen? Na, ganz toll. Hätte ich auch gern so einen Pass, wo ich mal eben Urlaub machen kann und das Geld noch vom Staat dafür kriege. Geht's noch? Und jetzt sollen diese Leute irgendwie noch Geld dafür bekommen, Deutschland zu verlassen? Wie bitte? Ey, Leute, ich will mich hier nicht aufregen. Ihr wisst, wenn ich Puls kriege, das ist nicht gut. Ich habe Bluthochdruck hoch 10. Hab den allerdings ganz gut im Griff. Aber ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ja, ihr kennt mich eigentlich als ruhigen, ausgeglichenen Menschen. Ja, egal bei welchen Themen. Aber das heute Morgen, das sprengt mir echt die Halsschlagader. Es reicht sowas von. Jetzt geht endlich auf die Straße und haut auf den Tisch. Es reicht. Raus mit diesem Asselpack.
Es reicht, es reicht, es reicht, es reicht. Ich kann nur... Diese Menschen, die da attackiert worden sind, mein tiefes Beileid an die Angehörigen. Was muss noch passieren? Wie viele von diesen Wahnsinnigen sind da noch unterwegs? Wie viele, und es sind immer deutsche Opfer, soll es noch geben? Das ist Krieg. Das ist ein Krieg gegen das deutsche Volk. Und da beziehe ich auch die ein, ja, die hier seit 10 Jahren, seit 20 Jahren, seit 30 Jahren, seit 50 Jahren, in der zweiten, dritten Generation als Nichtdeutsche hier trotzdem leben mit uns Deutschen und zu im Prinzip auch Deutsche sind. Ja? Weil ja, wenn die in ihre Ursprungsländer fahren, dann werden die als Deutsche bezeichnet, weil die haben das alles schon so verinnerlicht. Ja? Und das ist auch gut so. Und das liebe ich auch. Und wie gesagt, ich habe selber mehrere Nachbarn, die nicht ursprünglich Deutsche sind. Und ich komme mit denen ganz wunderbar klar. Die haben sich super integriert. Die stehen hier mit beiden Beinen fest im Leben. Die haben Jobs, die haben Familie etc. Die kümmern sich teilweise sogar auch um mich, bekommen immer wieder mal abends ein bisschen Essen oder so. Das ist total süß, wenn die gekocht haben, dass sie mir dann auch noch ein Tellerchen rüberbringen. Total toll. Und auf diese Leute, ja, bin ich sehr, sehr stolz. Und ich freue mich darüber, dass die hier sind, weil die uns wirklich bereichern. Ja, aber es gibt einfach eine Klientel, ja, die seit 2015 hier eingeritten ist, die gehört hier nicht hin. Das muss beendet werden. Das muss beendet werden. Die müssen massenweise wieder hier rausgeworfen werden. Das sind Leute, die es auf unser Geld abgesehen haben und Ende aus, die keinen Respekt vor uns haben, von niemandem Respekt haben in Mitteleuropa. Guckt euch doch an, was in Frankreich abgeht. Schaut euch an, was in England gerade abgeht, in Großbritannien. Muss das erst hier auch so sein? Müssen hier Straßenschlachten stattfinden, damit sich was ändert? Es reicht. Konsequentes Abschieben. Konsequentes Abschieben und Einsperren. Und nicht hier vergewaltigen, Gruppenvergewaltigung und alle werden wieder freigelassen. Lebenslänglich. Ab. Es muss konsequent abgeschoben werden. Die Leute müssen weg. Weg. Die haben in diesem Land nichts zu suchen. Die Grenzen müssen wieder gesichert werden. Ende aus. Das ist Krieg. Man hat uns den Krieg erklärt. Ist euch das klar? Hier laufen Amokläufer rum. Wie viele Schläfer sind da noch? Ich will jetzt nicht ausfallend werden. Es tut mir leid, dass ich mich da so echauffiere. Aber ich habe so die Schnauze voll von diesen Nachrichten, von diesen Einzelfällen. Tausende von Einzelfällen. Es reicht. Leute, kriegt den Arsch hoch. Sagt lauthals eure Meinung darüber. Jeder Bundesbürger darf laut und deutlich seine Meinung sagen. Sagt sie auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.